Ja, hallo Leute. Ich wollte euch heute von einem kleinen Fauxpas erzählen, was sich Samsung geleistet hat. Und zwar ist das hier das neue Flaggschiff, das S23 Ultra. Ja, und das hat ja diesen eingebauten S Pen drinne und der wird zwar auch beworben, aber es ist im Prinzip nicht genug beworben worden, beziehungsweise etwas verpasst worden. Und was, das möchte ich euch heute mal erzählen. Wenn man es mal entsperrt und dann den Stift rausholt, dann erscheint ja das normale Menü für den S-Pen. Und hier sieht man jetzt schon einen kleinen Unterschied. Da sieht man schon, dass das 100% anzeigt. Und das heißt nämlich, dass der S-Pen ein S-Pen Pro ist, der nämlich über Bluetooth mit dem Handy verbunden ist. Wenn wir jetzt auf das Symbol mal klicken und dann hier auf das Fragezeichen, dann kommen wir nämlich auch schon in die S Pen Actions. Und zwar, wenn wir den Knopf drücken, können wir Gesten machen. Und zwar, wenn wir mal auf Testen gehen, kann man in diesem Falle halt einfach mal Knopf drücken, nach oben bewegen. Sagt er mir, war noch nicht die richtige Bewegung. Also nochmal nach oben und loslassen. Und schon hat man die erste Geste gelernt. Nächste Geste ist zur Seite und dann nach unten. Knopf festhalten und seitlich machen. Ein Dreieck. Das hier ist die Kreisbewegung. Und schon, jetzt kommt noch die letzte Bewegung. Und schon ist es perfekt. Die Einführung beende ich mal und gehe nochmal in die Einstellung vom S-Pen. Hier sehen wir nämlich jetzt auch oben, dass das eine Prozentangabe hat, weil tatsächlich das hier ein S-Pen 2 bzw. S-Pen Pro ist, der eben auch eine eigene Bluetooth-Verbindung aufbaut. Darum muss man eben auch nicht mehr so dicht an den Bildschirm ran, sondern kann auch diese Gestensteuerung machen. Die nennen sich S-Pen Actions, finden wir hier drunter. Die kann man ein- und ausschalten. Aber jetzt will ich euch dazu noch mal ein paar Sachen erklären, weil die eigentlich ganz praktisch sind. Und zwar, jetzt ist hier zum Beispiel als Fernbedienung, um Apps zu öffnen, Bilder aufzunehmen, Filmwiedergabe und so weiter, damit zu steuern. Hier unten haben wir jetzt diese, ja, ich sag jetzt mal, Gesten, die wir eben gelernt haben. Dieses mit dem Zurück und diese andere Richtung. Hier sehen wir in diesem Bereich Stift gedrückt halten, ist im Moment Kamera voreingestellt. Diese Voreinstellung für das gedrückt halten des Stiftes kann man aber auch umändern, indem man da drauf tippt. Und dann kann man entweder eine Navigation da drauf setzen, dass man zum Beispiel mit einem langen Druck immer auf den Home-Bildschirm zurückkommt. Oder halt auch eine von diesen S-Pen-Funktionen startet, wie zum Beispiel eine, ja, die Lupe nutzt oder ein Smart Select startet oder anfängt zu malen. Oder eben auch Apps startet. Wie hier jetzt voreingestellt die Kamera, kann man auch sagen, okay, nee, ich möchte mein Diktiergerät damit starten, indem ich lange drücke. Oder Microsoft Office starten. Oder den Browser. Ja, damit kann man auch jede andere App hier im ganzen App-Drawer, kann man sich eine App aussuchen, die dann gestartet wird, wenn halt die Stifttaste gedrückt und gehalten wird. Das gleiche ist auch mit diesen einzelnen Gesten. Auch diese kann man entsprechend umändern, dass diese Geste etwas anderes bewirkt. Eine App startet oder eben auch die Gesten entsprechend zurück oder den Home-Bildschirm zeigt. Das kann man für alle Gesten entsprechend einzeln einstellen. Hier unten sehen wir dann noch die einzelnen Applikationen, die diese Gesten auch unterstützen. Wie zum Beispiel in der Kamera. Da sehen wir dann einmal drücken, das ist so ein Punkt. Zweimal drücken sind dann entsprechend die zwei Punkte. Was das dann bedeutet, nämlich die Kamera wechselt. Bild und Video aufnehmen ist dann halt einmal drücken. Gesten, Kamera wechseln mit diesem nach oben. Ist die Kamera gewechselt in den, ich sage jetzt mal, Selfie-Modus. Ich zeige es euch einmal, ich drücke mal lange den Stift
Wenn ich jetzt den Knopf drücke und nach oben mich bewege, dann switcht er um auf die, ja, Selfie-Kamera und so dann eben wieder zurück. Das gleiche ist auch mit seitlich, dass er dann halt entsprechend den Zoom, die nächste Linse aussucht, in den Weitwinkelmodus geht oder sonst irgendwas. So, da gehe ich jetzt aber nochmal zurück. Das kann ich hier alles einstellen, was bei welcher Geste passieren soll. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Galerie sind, sind das wieder andere Befehle. Aber es kommt immer auf die App drauf an, was dort für Befehle ja, akzeptiert werden. Chrome musste ich zum Beispiel extra erst einschalten, dass das halt entsprechend dort auch die Gesten unterstützt. Ganz witzig ist eigentlich das Diktiergerät, was auch, wenn es im gesperrten Zustand ist, funktioniert. Nämlich zum Beispiel einmal drücken, wird die Aufnahme ja, angehalten oder gestartet. Und das ist natürlich ganz praktisch. Bei der Uhr ist es zum Beispiel auch Start und Stopp oder Runden. Beim Browsen, zum Beispiel beim Chrome, ist es halt, man kann seitlich vorwärts gehen oder rückwärts zurück mit den Knöpfen oder halt auch nach oben und unten scrollen mit den entsprechenden Gesten. Hier an dieser Stelle ist noch ganz gut zu erklären oder ganz gut zu wissen, dass es bei Microsoft, wenn man zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation hält, auch mit einmal drücken die nächste Folie genommen werden kann und mit zweimal drücken auch die vorherige Folie angezeigt wird. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade wenn man darüber dann seine PowerPoint-Präsentation hält. Ansonsten haben wir hier unten dann nochmal die einzelnen Sachen für Mediensteuerung, was das dann entsprechend lauter und leiser macht mit der Geste nach oben und nach unten. Und halt zweimal drücken für den nächsten Titel und so weiter und so fort. Ist auch ganz praktisch. So, das ist an dieser Stelle, sind das die S Pen Actions. AirView, das kennen wir ja. Vorschau und Zeiger, das ist normal. S Pen zu Text, das ist leider nur mit einer Samsung-Tastatur, dann, wenn es damit verbunden ist. Und hier können wir noch einstellen, was ist, wenn der S Pen rausgeholt wird. S Pen Befehle öffnen, also das Panel, gleich eine Notiz starten oder halt keine Aktion. Die schnellen Notizen, halte den gedrückt und tippe mit deinem S Pen zweimal auf den Bildschirm, um eine neue Notiz zu erstellen. Und dann startet halt gleich die Notiz-App. Also drücken, zweimal drauf tippen und schon kann man schreiben. Das waren die schnellen Notizen. Die Schnellnotizen kann man halt auch entsprechend ein- und ausstellen. Wichtig sind hier unten noch die weiteren S Pen-Einstellungen. Wenn man da drauf tippt, kann man hier zum Beispiel einstellen, dass wenn man den Stift gezogen hat und dass der Bildschirm sich sperrt, kann man mit dem Stift das Telefon wieder entsperren. Gut, mehrere S Pen könnte man auch zulassen. Ich habe aber nur einen. Das hier ist auch wichtig, wenn der S Pen verbunden bleibt, dann wird diese Bluetooth-Verbindung halt die ganze Zeit aufgebaut, verbraucht natürlich ein wenig mehr Strom. Das hier ist auch eine witzige Sache, und zwar damit man diesen teuren Stift, der letztlich ja ein S Pen Pro ist für 100 Euro, fast alleine der S Pen Pro kostet, kann man beim Zurücklassen, wenn man sich vom Handy entfernt, eine Warnung bekommen. Das war bei mir hier zum Beispiel zuletzt, trägt er das hier unten halt auch ein. Kann man auch aktivieren oder deaktivieren. Gut, ob er einen Ton abspielt, wenn man den Stift auszieht oder vibriert, kann man entsprechend hier noch einstellen. Aber hier sieht man halt ganz deutlich, dass das eben ein S Pen Pro ist und nicht nur ein alter S Pen, wie man ihn früher kannte. Da wird halt hier hinten wirklich geladen. Und hier haben wir auch, ja, viel mehr Möglichkeiten.